Ja, im Heim des Kommissars sind Sie schon öfter gewesen. Jetzt sind Sie im Garten von Erik Ode, meine Damen und Herren, aber im echten Garten, wo sich im Allgemeinen nicht sehr viele Fernsehgesellschaften herumtummeln. Nein, ich habe mir geschworen, dass mein Haus rein bleibt. Und bis jetzt ist mir das gelungen. Sie sind eigentlich der Erste. Herr Ode, wie haben Sie erfahren, dass Sie Kommissar geworden sind? Das war ganz seltsam. Ich bin bei meinem Zeitungskiosk hier in Nordach gewesen. Und da sagte mir die Verkäuferin, ach Herr Ode, da ist übrigens ein Artikel über Sie im Bild. Wieso? Und sie gibt mir die Bildzeitung und da las ich, jetzt kommt der neue deutsche Superkommissar mit einem Bild von mir. Ich hatte gar keine Ahnung. Und wie viele Sendungen haben Sie bisher gedreht? Bis jetzt 35. Weiß man, wie lange das noch weitergeht? Ja, es geht auf jeden Fall bis zum Juli 72. Aber wahrscheinlich auch noch... Es sind schon Besprechungen, dass es weitergehen soll, ja. Denn das wäre ja für Sie ein Problem. Was würden Sie nachher machen? Ja, für mich ist das kein so großes Problem, weil ich danach nur noch Regie führe. Sie waren ja, bevor Sie zum Kommissar wurden, genauso bekannt als Regisseur wie als Schauspieler, nicht? Ja. Und Sie kommen aus einer richtigen Künstlerfamilie? Das kann man wohl sagen. Mein Vater, mein Großvater, meine Mutter, mein Onkel, alle kamen sie von der Bühne. Als Sänger, als Schauspieler. Und ich wollte einen anständigen Beruf ergreifen und hatte die Ambition, Kameramann zu werden. Und habe auch bei einem der ersten Kameramänner damals, Otto Kantorek, richtig gelernt bis zur Ausbildung. Also ich habe bereits schon zweite Negativ gedreht, selbstständig. Und was kam da dazwischen? Ja, da kam der Umstand dazwischen, dass man damals als Kameramann seine eigene Kamera haben musste. Besitzen musste, sonst kam man nicht weiter. Und das kostete damals schon 20.000 Mark. Eine Kamera, eine Debris. Und ein Schauspieler hatte mich überredet und auch ein junger Regisseur, das war Leopold Lindberg. Ich sollte doch unbedingt die Hauptrolle eines sozialen Dramas spielen. Und wenn ich dann Erfolg hätte, dann würde ich eben genug Geld verdienen, um mir später eine eigene Kamera kaufen zu können. Gut, ich spielte dann, ich hatte Erfolg. Und dabei ist es geblieben. Ich bin nie wieder zur Kamera zurückgekommen. Und das war in Ihrer Heimatstadt Berlin? Berlin, ja. Und vor der ersten Premiere verloren Sie schon die letzte Silbe Ihres Namens? Ja, ich wollte nun den Namen Odemar, der ja sehr bekannt war, Fritz Odemar, wollte ich also nicht schänden und strich das Mar und machte daraus Erik Ode. Und Herr Ode, hat sich ja so eigentlich Ihr Leben jetzt geändert durch diese Serie? Denn Sie können doch nicht, also plötzlich sagen wir, einen Mörder spielen in einem anderen Fernsehspiel. Nein, das könnte ich auf keinen Fall. Nee? Ich meine, ich könnte es lieben, gerne sogar, weil ja Mörder immer sehr viel interessanter sind, nicht? Rein vom Schauspielerischen her. Ja. Aber das würde, glaube ich, das zweite deutsche Fernsehen nicht gerne sehen. Es ist das Zeichen des Erfolges, dass Sie identifiziert werden vom Publikum mit der Rolle zu sein. Mit der Rolle, ja. Ich bin der Kommissar und werde ja auch manchmal privat angerufen, ich soll in irgendeinem Fall helfen. Nicht? Aber Licht von der Polizei noch nicht. Nein, von der Polizei noch nicht. Ja. Da bin ich immerhin schon Ehrenkommissar der Stadt München geworden. Mhm. Und hatten Sie gerechnet, als die Reihe anfing, dass sie so lange laufen wird? Nein. Nein, wir haben 6 Folgen vorgehabt und die haben wir abgedreht und dann dachten wir an nichts Böses. Und plötzlich wurden es, wie gesagt, 52. Und bevor Sie also mit dieser großen Fernsehreihe anfingen, Herr Ode, hatten Sie da ein festes Engagement oder haben Sie einfach gastiert? Nein, ich habe mal eine Theaterinszenierung gemacht und dann eine Fernsehinszenierung, dann mal wieder gespielt. Nicht? Also vollkommen frei beruflich. Ja, und nach Rottach-Egern an den Tegernsee, sind Sie durch Zufall gekommen oder war das die Wahl des Berliners, sich hier anzusiedeln? Nein, ich war sehr verliebt in den Tegernsee. Ich war einmal hier 4 Jahre fest engagiert im Staatstheater in München. Und dadurch habe ich den Tegernsee kennengelernt und den habe ich nie vergessen. Herr Ode, wir danken Ihnen herzlich, dass Sie die österreichische Invasion hier gestartet haben. Das macht mir nichts, meine Frau ist selbst eine Österreicherin. Also. Mildern die Umstände für uns.